So, weiter geht's. Schwere modulare Rahmen. Wir nähern uns langsam, aber sicher dem Ende. Ich habe Mauern gezogen, ich habe ein paar Säulen gebaut, bisschen Ästhetikkram betrieben zwischendurch. Aber ich zeige euch das einfach in 3, 2, 1 und ab geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Wie ihr seht, habe ich hier eine ganze Menge Beton verbaut und meine Fresse war das viel. Irgendwie mein Nebenlager ist jetzt leer gerupft. Ne, insgesamt sind da nur für den Aufbau jetzt nochmal 2,5 Container Beton und 4 Stunden Zeit oder so reingeflossen. Und wir gucken uns das Ganze einfach mal an, bevor wir hier lange Reden schwingen. Und da hätte ich gleich eine Style-Frage an euch. Ich habe ja diese hochgelegten Förderbänder da gebaut mit so einem Zwischenabschnitt. Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich die, wie hoch ich die haben möchte. Ne, mit dem Gebäude bin ich übrigens immer mehr unzufrieden. Das gefällt mir hier nicht so recht. Aber das ist ein anderes Thema. Ich meine vor allem, so viel Gerinne. Ich habe hier die Säulen hingebaut, die gefallen mir optisch tatsächlich mittlerweile ganz gut. Wenn man diese Fundamentteile, also die unteren und oberen, weglässt, machen die eigentlich ganz gut was her. Aber wir rennen jetzt erstmal nach oben, 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 oben. Meine Fresse, ist das weit oben. Und ich habe das jetzt so gebaut. Es ist 2 Stockwerke hoch und dann habe ich so ein Gerüstbau drüber gesetzt. Ich bin aber tatsächlich am überlegen, ob ich einfach eine Reihe wieder wegnehme, damit das ein bisschen offener wirkt. Ne, was haltet ihr davon? Könnt das mal in die Kommentare hämmern. Ne, ich gebe mal einfach so einen groben Aufschluss, wie es ohne aussieht. Ne, dann sähe es so aus, die kämen dann auch weg. Und dann wird es tatsächlich mehr so wirken, als wäre es da einfach also einmal durchlaufen. Und nicht, als würde es den Raum abschließen. Ne, ansonsten laufen hier baldigst unsere Eisenplatten, die ich noch nicht eingestellt habe, was ich jetzt eigentlich flächendeckend mal tun könnte. Ne? Und dann sind wir heute, ich weiß gar nicht, was heute dran ist. Wir haben Schrauben, wir haben Eisenplatten. Wir brauchen noch Eisenstangen. Und dann können wir tatsächlich den ersten Manufaktor die ersten 2 Konstruktoren anschmeißen. Die ersten 5 sogar. Die ersten 5 Konstruktoren. Meine Fresse. Das ist ein ganz schöner Batzen, der da zusammenkommt. Und eigentlich können wir die fast auf dieser Etage sogar unterbringen, glaube ich. Obwohl ich jetzt gleich erstmal gucken muss. Die Eisenstangen bekomme ich eventuell hier sogar noch rein. Das wäre total cool. Eventuell ist hier genug Platz, um wie viele? 16 Eisenstangen. Ja, das ist ganz schön viel. Ganz schön sehr viel. Aber wir könnten das probieren. Wir gucken mal, wie viel Platz haben wir denn hier? Ja, ich weiß, ich wollte ein bisschen mehr Platz lassen. Aber ich habe hier einen Servicetunnel und da einen Servicetunnel. Das müsste doch irgendwie zu managen sein. Wir gucken mal. 16, also 4 mal 4. Haben wir genug da, um die zu bauen? Bauen können wir erstmal. Ne, das können wir ja alles dahinter relativ gut verstecken. Wir könnten da einen Durchbruch machen. Einfach hinter der Wand. Die sitzen ja genau mittig. 1, 2, 3, 4. Ein frei. Und was hier ist das? Achso. 1, 2, 3. Wenn wir hier den einfach zwischensetzen, haben wir auf der Seite einen Luft, an der Seite einen Luft und hätten ganz genau die Konstruktoren hier stehen.
Das wären 8 und auf die andere Seite würden auch nochmal 8 kommen. Ich glaube, das gefällt mir sogar irgendwie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne? Ich wollte hier ja eigentlich Luft lassen. Aber irgendwie ist das eh so ein bisschen... Ja, wie soll ich es nennen? Ja, es ist einfach nicht mittig. Das gefällt mir so nicht. Ne, von daher könnte man das auch einfach anders nutzen. Wenn wir nämlich einfach hier aufreißen. Dann haben wir da unsere Konstruktoren stehen. Und würden einfach die hier ransetzen. Aber so rum. Und das müsste ganz genau passen. Aber wirklich wie Arsch auf Eimer. Zack, zack, jo. Das ist ja eigentlich der Burner. Wir müssen nur mit dem Abtransport halt ein bisschen schauen. Wie wir die hier auch vernünftig wegbekommen. Ohne dass wir uns wieder komplett zubauen. Denn das hingegen wird schon wieder ein bisschen schwieriger. Hier haben wir... Oh, das macht die Sache noch ein bisschen schwieriger. Hier ist ganz schön eng. Hier ist ganz schön sehr eng. Aber auch hier müsste es genug Barren geben. Ne? Also theoretisch müsste ich hier sowieso einmal die ganzen Barren wieder zusammenbringen. Ich könnte alles ein bisschen weiter nach links verschieben. Dann passt hier noch eine Reihe hin. Wie Muckwidees. Wir testen das mal einmal an dem hier. Wie weit können wir nach hier gehen? Wird das noch gehen? Das wäre schon zu eng. Das wäre bulleeng. Hier wird wahrscheinlich noch gehen, ja. Da wäre so Kotzgrenze. Um den Aufbau irgendwie zu erhalten, den wir bisher haben. Achso, du stehst falsch. Suboptimal. Sehr, sehr suboptimal. Wir setzen den mal wieder hier hin. Zack, das Bändchen da kommt noch weg. Daran. Und nach da. So, und steht das erstmal wieder? So, und dann, wie gesagt, bleibt das Problem, wie führen wir den Scheiß hier ab? Wir könnten natürlich hier überall die ransetzen und oben Fusionatoren anbinden. Aber das ist ja irgendwie auch nicht das Gelbe vom Ei. Ne, und wir müssen ja vor allem irgendwie die Ressourcen verteilen. Ne, und hier sieht das ja echt gut aus. Hier hätten wir Platz bis zum Abwinken. Aber hier eben nicht. Und weiter in die Mitte möchte ich da nicht gehen. Haben wir hier noch Luft? Hier, ja, begrenzt. Wir könnten das ein weiter rüber schieben. Dann hätten wir hier mehr Platz. Dann wird es hier wieder so eng. Das will ich eigentlich auch nicht. Also kommen die wie ursprünglich geplant eine Etage höher. Zack, 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 zack. Zack, alle weg. Macht ja keinen Sinn so. Da habe ich eine Wand mit abgerissen, glaube ich. Ja. So. So. Also ein nach oben. Aber vorher müssen wir hier noch was ändern. Ne, wir haben ja hier unseren Servicebereich. Da ich hier lang laufen will, müssen wir hier einmal hoch. Und nach da. Jetzt muss ich einmal gucken. So, so. Und dich machen wir auch einmal weg. Dann ziehen wir den hier nämlich einmal rein. Und setzen da... Na, wir setzen mal erst die Dachfundamente. Und da habe ich auch die gebaut. Na ja, gut. Machen wir das weiter so.
Dadurch, dass die nicht mittig stehen, sieht das jetzt natürlich schön schief aus. Ne? Wie ätzend ist das denn? Machen wir so, da setzen wir, nee, da nicht, da. Da setzen wir den rein. Und da den. Falsches Teil. Wo landen wir da? Da landen wir zu weit drüben, also machen wir, na komm. Oh Gott, das Abschätzen wird die Hölle. Das war schon mal zu hoch. Nicht gucken, wie hoch man war, ist auch clever. Da hätten wir schon mal die Höhe. Und das läuft relativ gerade. Nicht ganz gerade, das ist ein bisschen schade. Bin ich ja instant wieder genervt, ne? Was ein Scheiß. Wir versuchen mal was anderes. Machen einmal so und setzen das mal dahin. Auch nicht das Gelbe vom Ei. Wir könnten jetzt mit denen hier arbeiten, aber das gefällt mir irgendwie auch nicht. Wir machen mal so. Da fehlt ein Müh, oder? Ja, da fehlt ein Müh. Dann machen wir einmal. Also so müsste es genau gerade laufen. Wir gucken mal. So läuft es genau gerade. Reißen wir die weg, weil die gerade hässlich sind. Und lassen das Ding hier und dann läuft das da ab. Alles klar. Wir müssen nämlich die restlichen Barren, die brauchen wir jetzt oben. Ne, damit wir irgendwie die Eisenstangen noch fertig kriegen. Das heißt, wir müssen die alle ein bisschen zusammenführen, um einfach mal zu erklären, was ich hier jetzt gerade mache und vorhabe. Und das gleiche müssen wir mit denen hier drüben machen. Das heißt, wir ziehen den Gang da eigentlich sogar noch ein bisschen weiter rum. Das heißt, das hier war erstmal für den Arsch. Die Höhe bleibt. Ziehen wir einmal hier lang und ach komm, ehrlich. So. Quatsch, wir nehmen die gleichen. Na, lass Satz da oben drauf. Leck mich doch. Ehrlich? Das ist dir jetzt gerade zu blöd oder was? Na, geht doch. So, setzen das da hin. Ist ein zu flach. Na, ah, Menno. Das heißt, da oben wäre sogar richtig gewesen. Meine Güte, manchmal bin ich dumm. Dumm, 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 dumm. So, dann haben wir dazu und dann können wir hier nämlich durch. Das machen wir dann auch mit denen. Loggen wir das hier noch ein bisschen auf. Das gefällt mir sogar. Hier machen wir dann auch nur einen hoch. So. Und setzen das da drauf. Ich überlege gerade, ob wir ein bisschen Bewegung reinbringen und alles eins nach hinten setzen. Achso, ja. Hier sind natürlich die ganzen Wände noch. Zap, zap. Alles weg. Und du auch weg. Zack, 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 zack. Zack, zack. Gehen wir einmal darüber. Dann haben wir mehr Bewegung. Ich will mehr Bewegung haben. Das Gebäude soll ja auch irgendwie was hermachen, ne? Das heißt, das kommt weg. Da kommt wieder eine Wand hin. Und dann sind wir nämlich auch genau auf der Höhe hier. Wie cool ist das? Ja, das gefällt mir. Das finde ich gut. Kommt da so ein Eingang hin. Dich reißen wir nochmal ab. Du kannst dann nämlich genau bündig daran, wie mir scheint. Ah, es klickt. Das passt super gut. Wie geil ist das denn? Das heißt, da können wir fusionieren. Und bringen das dann hier rüber.
Erstmal Fundamente. Kann ich eigentlich von hier drin nehmen. Zack, zack. Dass er immer da oben ansetzen will. Ich check halt nicht warum. Das ist total bescheuert. So und so. Und dann gehen wir erstmal rüber. Zack, 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 zack. So. Und dann sind wir doch schon da. Herrlich. Und Markus war wieder dumm. Natürlich hat er jetzt da oben keine Fundamente drauf. Sind wir die irgendwie da auf die andere Seite? Natürlich nicht. So. Mal gucken, wie weit wir da reinkommen. Na, komm. Das ist doch wieder so ein kleines Eckchen. Ha! Wird doch gelacht. So, dann können wir das hier lang ziehen. Kommt hier ein Löchlein rein. Und wir ziehen hier noch komplett rüber. Und hier auch gleich. Auf der anderen Seite machen wir dicht. Zack. Und da lassen wir einen Einlass. Ja, natürlich falsch rum. War ja klar. Können wir einen näher ran? Das wäre total schön. Probieren wir mal. Na, er sagt, das passt. Dann nehmen wir das auch so. Ja, ragt da ein bisschen rein, finde ich jetzt aber. Finde ich das gut oder schlecht? Bin mir gerade nicht sicher. Wie ist es hier? Ja, mit außen, ne? Das ist äußerst ärgerlich. Dann ragt das halt ein bisschen weiter. Wenn, dann will ich das hier schon einheitlich haben. Zack. So, da führen wir jetzt die ganzen Barren zusammen. Und die gehen dann da hinten mit hoch. Ich glaube, ich brauche da noch einen dritten Eingang. Scheiß noch eins. So, dann müssen wir da jetzt erstmal irgendwie hochkommen. Nehmen wir einmal die. Ey. Nimm mal keinen Scheiß hier. Also manchmal ist das mit dem Bauen echt strange. Ne? Warum kann er da jetzt nicht nach unten sitzen? Ist doch scheiße. So, hier einmal aufmachen, damit wir hier rankommen. Und ja, dann einfach nur zack. Hier ein paar Fusionatoren ran. Steht er mittig? Der steht mittig. Sehr schön. Dann geht's nach da. Auch mittig, wenn es geht. Perfekt. Einmal daran. Einmal daran. Und dann natürlich auch. Zack. Ja, mit zwei hoch ist schon angenehmer, ne? Kann man hier ein bisschen rumspringen. Und für die Ecken nehmen wir jetzt einfach der Einfachkeit halber die hier. Also heute habe ich irgendwie kein Auge, ne? So. Was ist da das Problem jetzt? Da geht's raus. Hier geht's rein. Wo ich doch meinen. So, und dann müssen wir hier raus tatsächlich ein Dreier-System machen. Denn sonst wird das nichts. Irgendwo muss ja das Material auch herkommen. So, so rum. Dann gehst du hier direkt ums Eck. Nee, von da soll es kommen, genau. So müsste passen. Arsch auf Eimer, wunderbar. Mit einer sauberen Kurve. Ah, hier ist meine Treppe auch noch. Das ist ja. Oh, kein Stahl mehr. Das ist ja ärgerlich. Aber gut, dass ich bei der Treppe bin. Das ist ja die Wucht. Halt, wir müssen nach ganz unten.
Noch nicht ganz unten. Meine Güte, das Ding ist echt hoch geworden. Und mein etwas abgewandeltes Lager. Ich habe hier nochmal ein bisschen was rangeflanscht. Bin damit optisch nicht so 100% zufrieden, aber es erfüllt seinen Zweck. Zumindest vorerst. Ne, und habe jetzt hier... Oh, Beton. Sehr schön. Habe jetzt hier noch zusätzlich... Was soll da mal rein? KI-Begrenzer. Kupferblech. Modulare Rahmen. Wie sind die? Adaptive Rahmen. Vielseitiger Rahmen. Und hier kommen die schweren modularen Rahmen. Motoren und whatever das ist. Noch für irgendwas offen, was da irgendwann mal rein kann. Ne, so dass ich hier tatsächlich jetzt alles habe, was ich auch im Hauptlager habe. Und jetzt mal gucken muss. Also ich kann euch das gerade mal zeigen. Ja, der hat sich mittlerweile wieder ein bisschen gefüllt. Das ist ja schon mal schön. Also die beiden habe ich tatsächlich komplett leer gemacht bei laufender Produktion. Das war dezent ärgerlich. So, dann kann ich gleich mal gucken. Brauche ich noch was für die Konstruktoren? Habe ich alles? Ich könnte noch ein bisschen mehr Beton mitnehmen. Zack, zack. Ja, Kabel habe ich auch eine Menge dabei. Was brauche ich noch für den... Konstruktor Manufaktor. Habe ich genug Kabel dabei und schwere Eisenplatten. Na, ne, schwere Eisenplatten nehmen wir einen Satz mit. Und, oder auch nicht. Die hängen noch ganz schön hinterher. Da muss ich echt mal nachrüsten. Da werde ich offline wahrscheinlich nochmal eine kleine Halle bauen. Denn, oh, richtig laufen soll auch helfen. Denn die Produktion kommt nicht so richtig hinterher. Ich mache mit denen, die ich jetzt produziere, ja auch noch diese ablativen Platten oder wie die heißen. Und naja, also da kommt halt bei weitem nicht genug rum, um das Lager zu füllen. Das heißt, ich muss dann nochmal schwere modulare Rahmen bauen, weil ich ja nicht gerade fünf davon hochziehe. Damit, oh, ich krieg einen Drehwurm, scheiße. Damit ich da auch mal ein paar auf Lager habe. So, oh, jetzt sind wir ganz oben. Hups. Kann ja mal passieren. Tür, 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 Tür. Hier wollte ich hin, genau. So, das heißt, jetzt können wir aber erstmal bis hier gehen und dann... Nee, das gefällt mir ja erstmal noch nicht. Bis hier rangehen. Ich will das nicht so schräg. Ich will da so eine schöne Kurve drin haben. Gehen wir noch ein näher ran. Ohne dass wir hier bitchy irgendwas drin haben. Ja, mehr geht nicht, ne? So. Und dann einmal merken, ganz rechts haben wir Barren. Okay, dann gehen wir jetzt ein Stockwerk höher, reißen erstmal die Decke auf. Sind wir hier? Ach, die Decke ist schon auf, das ist ja schön. Brrrt. Kommen wir hoch hier. Obwohl, wir können jetzt mal... Wohin führen wir das denn ab? Nach da wieder. Und hier haben wir erstmal wieder einen Servicetunnel. Das heißt, wir müssen erstmal hier ein ganzes Stück rüber. Bis hier. Und dann kommt da wieder so eine schöne Wand hin. Zack. Na, so. Und sind, glaube ich, tatsächlich ein zu weit, ja. Ärgerlich. Ärgerlich. Zack. Naja, natürlich snappt er jetzt. Okay, ein vor der Linie. Dass er hier jetzt keine Leitlinie hat, finde ich ein bisschen doof, ne? So, und jetzt müsste das passen. Von da nach da und hier rüber. Sehr schön. So, dann haben wir das hier immer drei breit. Das setzen wir auch so weiter fort. Zack, zack. Und jetzt kommen hier tatsächlich
16 mal Eisenstangen. Ich brauche, ja, ich hoffe, ich habe da noch genug. Aber wir werden es sehen. So, Konstruktor. Wir bauen immer zwei nebeneinander. Oder drei. Nehme zwei, passt es besser. Bei 16 Stück. Richtig rum wäre auch ein Anfang. Hier zwei. Na komm. Nochmal zwei, dann nochmal zwei. Dann haben wir jetzt hier 8. Hier kann der Servicetunnel rumlaufen. Und dann auf der anderen Seite nochmal 8. Hier ist die Wand, kann man ganz schön sehen. Nämlich zwei dazwischen frei. Ne, ein. Machen wir hier genauso. Und dann haben wir in der Mitte wieder genug Platz für unseren Hochtunnel. So. Zack. So sitzt das Ganze. 1, 2. Ach Mann, warum habe ich heute so einen Knick in der Optik? Ist doch scheiße. Ich meine, ich habe hier schon die Leitlinien, also eigentlich ist es nicht so schwer. So, so. Und dann haben wir hier mehr als ausreichend. So. Wir machen das wieder mit Wände, mit denen hier. Da wir ansonsten das Problem haben, dass das viel zu Kuddelmuddel aussieht, wenn ich da jetzt diesen Doppelausgang setze. Also machen wir es so. Andersrum bitte. Danke sehr. Zack. Oh, das war einer zu viel. Das war Quatsch. So, so. Und jetzt bin ich verrutscht. Ach komm schon. Dein Ernst. Ach, was ist denn heute Morgen los? Meine Güte. Das will nicht so recht, wie ich das will. Alles sitzt gerade, sehr schön. Ich snap ständig an der falschen Seite an, das ist nicht so schön. So, und so. Die ersten 8 sind damit dran. Die zweiten 8 sind dran. Und ich habe jetzt schon Angst davor, das Ding ans Netz zu geben. Ne? Meine Fresse, das wird Strom fressen wie noch nie zuvor in meiner kleinen Satisfactory-Laufbahn hier. Ja, das ist ja doof. Da habe ich mich glatt mal um 1 vertan. Scheiße. Das heißt, alles nochmal. Ach, Markus. Da scheinen die Wände schon so schön durch und ich verkack das immer noch. Zip. Ja, muss eh alles weg. Scheiß noch eins. Weg, weg, weg. Weg, weg. Weg, weg. Und ihr auch noch. So, und dann passt das auch gleich viel schöner. Wieder einen freilassen. Na, komm, einen noch rüber. Genau. Und jetzt müssen wir wieder genau, auf dem Kreuz landen. Sehr schön. Zap, zarab, zarab. Hier passt was nicht. Du nochmal weg. Na, wenn man hektisch wird, ne? Bringt nie irgendwas, scheiße. So, und so, und so, und so. Und jetzt müssen wir hier in der Mitte genau zwei Platten frei haben. Ja. Feini, 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 fein. So, hier hinten setzen wir wieder ein Tor rein, damit wir einen Zugang haben. Hier eins und hier eins. Und ansonsten kommen da unten die Wände hin. Ne, ich mache immer nur die unterste Reihe von den Wänden jetzt, weil ansonsten dauert das hier alles einfach viel zu lange. Und geht mir vor allem auf den Nerven.
So. Und so. Und jetzt müssen wir erstmal gucken. 1, 2, 3. Machen wir da den Eingang hin. Und hier haben wir auch 3. So, dann kommen wir hier auch rein und raus. Und dann können wir jetzt erstmal verteilen. Das hier können nachher Doppelbänder werden. Eigentlich müsste der tatsächlich hier hin. Fällt mir gerade mal so auf. Weil der andere Kram erst viel später gebraucht wird. Yep. Yep, 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 yep. Definitiv. Naja, dann mal. Machen wir erstmal gleich so, damit wir ein bisschen Zeit sparen. Und dann gehen wir bis da. Oder auch nicht. Falsche Bodenplatte im Auge. Bis hier. Hä? Was war denn das jetzt? Warum haben wir das nicht gebaut? Und damit sind wir wieder. Genau. Na komm. Hier. Feini. Jetzt überlege ich gerade. Wir setzen den ja ein höher, um die Zugänglichkeit zu erhalten. Kloppen da einmal ein Fundament dran. Und sehen dann, dass wir nichts sehen. Super gut. Zack. Einmal bis hier. Und so. Den weg. Den weg. Und. Nee, so rum nicht. Das ist ja so auch Quatsch. So. Und dann müssen wir das hier splitten. Da reicht jetzt aber, glaube ich, wenn wir das tatsächlich so machen. Gucken, dass wir mittig sitzen. So einen brauchen wir. Nee, jetzt müssen wir das nicht mehr umständlich in diesen Dreierwülsten machen. Denn jetzt ist hier einfach nicht mehr so viel, was abgeführt werden muss. So. Steht. Sehr schön. Zumindest die erste Seite. Na komm. So, 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 so. Das nach da. Das nach da. Das nach da. Das nach da. Das nach da und das nach da. Dann bauen wir hier einmal. Zack, ein nach oben. Und haben hier immer noch freien Durchgang. Sehr schön. So, das sind auch die Barren, ist alles richtig. Dann programmiere ich die hier gleich einmal, dass die auch Eisenstangen machen. So, es ist alles ein bisschen ü-kalkuliert, sodass ich eigentlich mit dem Barren ein bisschen Luft haben müsste. Eisenstangen, Eisenstangen, Eisenstangen. Eisenstangen, Eisenstangen und Eisenstangen. So, das steht. Hier in Toren. Hier Wenderin. Jetzt überlege ich, mache ich hier gleich wieder Fenster oder hau ich mal wieder. Nee, ich hau mal, glaube ich, wieder so eine. So rum muss es aber. Ja. Ein bisschen Farbe ins Gebäude bringen. Ich glaube, das schadet dem gar nicht. Und dann sind wir soweit ja erstmal grün. Jetzt brauchen wir hier wieder die Mitte. Das heißt, haben wir hier oben irgendwann. Da hinten haben wir die Fenster, die ich brauche. Zack, wenn man sich das mit der mittleren Maustaste erstmal angewöhnt hat, ne, mag man nicht mehr ins Baumenü gehen. Ganz schlimm. So, das müsste die Höhe sein, die richtige. Ne, zwei Stück sogar nur, ne?
glaube, ich war immer nur 2 hoch. Das ist das Problem, wenn man alles so Tage- und Wochenweise auseinanderbaut. Ey, man vergisst echt die Hälfte. Wir müssen noch einen runter. So. 2 hoch ist das ja. Okay. Dann machen wir es auch genauso wieder. So, damit wären wir hier. Glasfundamente mittig ansetzen und rüberziehen. Ich finde das mittlerweile mit den Glasdingern tatsächlich ein bisschen schöner, zumindest hier drin. Und wirkt das alles nicht so bullig. So. Ich überlege, wie es noch im ersten Stock aussah. Ne? Das war irgendwie noch ein gänzlich anderer Schnack. So. Und bis hier. Sehr schön. So, das Schöne ist, wir können das jetzt auch einfach mit denen hier wieder abführen. Obwohl. Müssen wir mal rechnen. 15 spuckt er aus. Und unsere Bänder können 270. Das heißt, auf ein Band können. Ne, müsste ja eigentlich reichen. Ich habe früher auch nur mit einem Band zu, ne? So, 2 sind 30. Davon 9 sind 18. Ja. Und wir haben 16. Perfekt. Das heißt, wir können das 1:1 wieder abführen. Löppt. Das ist ja herrlich. Zack, zack. Zack, zack. Ey. Assi. Zack, zack. Und dann klappt das einwandfrei. So. Wenn jetzt noch die Höhe einwandfrei klappt, wäre das auch super. Na, natürlich nicht. Jetzt sitzt's. So. Einmal alle gleich hoch. War das gleich hoch? Ich bin mir nicht sicher. Ja, gut. Eins, zwei. Vier. So. Ja. Ich habe schon wieder zu wenig. Alter, sag mal. Bin ja heute nur am. Ist doch nicht die gleiche Höhe, oder was? Nur am Material holen. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ist auf jeden Fall gerade. Gut. Dann verbrauchen wir noch das letzte bisschen. Ja, haben wir schon. Mehr ist nicht da. Dann wieder runter. Wieder Drehwurm holen. Boah, meine Fresse, ey. Also diese Treppen sind ja, also, ne, zum Höhe überwinden echt schön, aber ich krieg A, ein Dusel und B, wird einem die Hand lahm. Aber gut, manchmal ist, wie es ist. So, rin ins Lager. Zum Glück ist das nicht weit weg, ey. Das ist der einzige große Vorteil. Und Stahlbeton haben wir zu Hauf. Ne? Oder ein paar mehr mit Stahl, meine ich. Beton nehmen wir auch gleich mit, wenn wir schon mal hier sind. Der geht auch schon wieder zur Neige. Also das, was ich brauche, wird irgendwie gefühlt immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Dabei baue ich gar nicht so viel. Ich finde, das hält sich alles noch in Grenzen. So, hier vorne dann gleich wieder hoch. Tü-tü-tü. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Boah, wenn ich das doppelt so schnell abspiele, ne? Was meint ihr, wie sich alles dreht? So. Passt, passt nicht? Passt. Sehr schön. So, damit sind die alle dran. Ich muss mal gerade was gucken. Okay. Also bevor der nächste Strich sichtbar ist. So.
Immer zwei volle, okay. Zwei volle Segmente. Ne, also ihr seht ja hier die, da werden ja quasi Segmente abgeteilt und ich habe jetzt einfach die Segmente gezählt und ja, ob sie voll sind oder eben nicht. Und dann, wie ihr seht, geht das auch gleich wesentlich fixer, wenn man sich mal kurz die Zeit nimmt, innehält und guckt, was man da eigentlich gerade macht. Nicht meine Stärke im Übrigen. Aber naja. Ja, schon einmal verkackt. Aber gut, das war vorm Zählen. So, so. Und dann haben wir alles da. Einmal so ein Klotz zum nach oben kommen. Obwohl, ich kann ja auch eigentlich gleich schon dabei sind. So nicht. So. Ein Zugang für die Leiter bauen. Damit wir da auch rankommen. Na, das. Einmal zurechtdrehen. Zack. Und dann müssten wir auch schon hier oben sein. Sehr schön. Ziehen den hier gleich hoch. Und sind dann auch schon hier. Falsch herum. So passt's. Ach komm. Dieses ich drehe mich irgendwie, wie ich gerade lustig bin, macht mich so kirre, ey. Nicht da drauf, da drauf, da drauf. Geht doch. Und so rum. Und kommt hier noch mehr? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich war es das. Dann brauchen wir auch nur einen einzelnen Ausgang. Ah, wir müssen mit denen da unten aber ein bisschen aufpassen. Wie mache ich das am dümmsten? Dass ich das hier einfach einmal rumlaufe? Wäre ja auch eine Idee, ne? Dass wir hier hochbauen. Obwohl, ich weiß noch gar nicht, wo baue ich denn jetzt? Ich habe hier ja noch urst viel Platz. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr Höhe. Das müsste ja eigentlich die letzte Etage sein. Das heißt, wir laufen ja eher hier lang. Als irgendwo anders lang. Das heißt dann auch, dass wir hier den anderen Kram herlegen. Okay. Gehen wir direkt hier lang? Ja, hier bauen wir eine Wand hoch. Können wir so lassen. So. Nee, Moment. Wenn wir das hier gleich drehen, dann muss das so rum. Oh, dreh dich doch nicht ständig irgendwie anders hin, ey. So, da haben wir es darüber gebaut. Hier ist es dann wieder egal, weil wir hier eine geschlossene Platte, glaube ich, machen. Machen wir hier dicht? Nö, hier lassen wir auf. Wir lassen offen. Dann müssen wir noch einen weiter, sodass wir hier wieder so einen Servicegang rüberbauen können und dann da hinten fertig machen nachher. So, was brauchen wir da eigentlich noch? Da brauchen wir nur ein bisschen Stahl, also Stahlbeton und ein paar Schrauben. Das ist ja easy peasy. Und dafür müsste tatsächlich, also hier, wenn ich hier fertig bin, darum gezogen habe, alles müsste sogar noch was übrig sein. Das machen wir jetzt auch erstmal, bevor wir uns hier weiter verzetteln. Erst eine Sache fertig machen, sonst wird das nichts. So, dann müssen wir gucken. Wir müssen genug Platz für drei Bänder haben. Denn hier kommen jetzt die anderen hoch. Die brauchen wir ja hier oben auch. Das heißt, wir machen hier eine Doppelwand. Ist hier richtig rum? Man sieht das auch manchmal echt beschissen. So. Du kommst ans hintere. Das war eins zu weit. War ja wieder klar. So. Und dann müssen wir hier genau oben ankommen. Sehr schön. Und du kommst ans vordere. Und das sollte auch genau passen. Wo ich mir gerade nicht so sicher bin. Hat es gepiept? Ich habe es nicht gehört.
Ich probiere es nochmal. Warum snappt das nicht ein? Ich probiere mal gerade was. Das sollte ja nach Möglichkeit schon alles irgendwie passen. Du kommst hier ran. Und jetzt mal horchen. Ah, snap. Alles klar. Na, also diese Pfeiftöne muss ich mir tatsächlich jetzt angewöhnen, dass ich auf die achte. Ne? Ist hier Förderband schon zu lang. Okay. Dann sind wir hier ja relativ... Wieso habe ich hier schon wieder keine Leitlinie? Das ist doch scheiße, ey. Was soll denn das? So. Und so. Und hier zum Ende hin laufen die etwas näher zusammen. Natürlich nicht. Gehen wir hier nochmal zwischen. So. Und dann geht es tatsächlich nach hier hinten. Nicht schief werden, Markus. Und natürlich ein zu weit. Ein zu kurz jetzt. Was ist denn hier los? Na, was ein Scheiß. Okay, nicht direkt auf der Platte. Es wäre dann doch so. Willst du mich rollen? Habe ich gerade einen Knick in der Optik gehabt? Ach, komm schon. Mann, ey. Immer dieses Gefrickel. So, dann wären wir genau da. Und das gleiche machen wir mit dem auch nochmal. Ist ja mit Laufen ist dann auch alles gerade so kurz vor knapp, ne? Ne? Und das sitzt auch. Perfekt. Hier haben wir dann ja zum Glück ein bisschen mehr Platz. Hier gehen wir genau auf die Mitte. Und hier müssen wir dann ein bisschen weiter. Müssen wir hier ein bisschen weiter rüber? Eigentlich müssen wir gar nicht. Hier muss nur nachher, damit ich da weiter durchkomme, einmal ein Lift hin. Der sitzt mittig, sehr schön. Und dann brauchen wir einmal den hier. Zap. Ach ne, hier kann ich ja schon die Splitter bauen. Ein hier. Und dann sind wir damit schon fertig. Wir können da gleich die Bänder ran. So. Na, verrutscht. Verdammte Axt. So. Passt das auch? Rüber. Dann haben wir das auch gleich fertig. Und nach hier und... So. Ist jetzt nicht genau identisch, aber man kommt sauber durch. So. Dann kommen die beiden. Auch bis hinten durch. Dann setzen wir einmal auf die Höhe auch. Das hier. Und dann können die eigentlich nach ganz hinten laufen. Ja. Diesen machen wir. Natürlich nicht. War klar, dass es mit der Kurve nichts wird. Ich und diese blöden Kurven, ne? Also ich glaube, seit der ersten Folge ist das so mein Steckenpferd. Diesmal sitzt es aber. Ha!
Auf Anhieb. Ich bin fast stolz auf mich. Wenn auch nur fast. Und ja, ich hätte die... Warum mache ich mir das so schwer? Ich hätte die da oben gleich hochführen können. Dass sie da gleich abgeführt werden. Obwohl, nee, da wäre ich mir dann mit dem Förderband ins Gefrickel gekommen und das ist auch doof. Also machen wir es und lassen wir es so. Und hier ist wieder keine Leitlinie. Das muss man auch irgendwie programmieren können, dass das besser geht. So, dann gehen wir wieder zwischen die beiden. Und gehen dann hier hoch. Einmal so, einmal so. Und hier machen wir dann so ein Doppeltor rein. Quatschwände. So. In welche Richtung führst du eigentlich ab? Ach hier. Boah, super. Markus hat auf Anhieb mitgedacht. Was ist denn da los? Das hat er ja gefühlt noch nie erlebt. So, du führst das dahin und ihr führt das dahin. Die gehen dann beide gleichmäßig. Nee, nicht ganz. Der geht gerade rüber fast. Ne? Egal. Was ist denn da gerade mit der Maus passiert? Und dann müssen wir einen hoch und den ganzen Kram verschiffen. Was wir eigentlich so nicht fertig gebaut haben. Warum? Das ist doch total dumm. Das brauche ich doch gar nicht. Das kommt doch alles von hier. Obwohl. Es müsste auch da noch was übrig bleiben. Wir setzen den mal noch. Eigentlich habe ich genug Schmelzen für alle Materialien, die ich brauche. Das heißt, hier haben wir einen Rest. Das heißt allerdings auch, dass wir jetzt schon 4 Tore brauchen. Und das wiederum heißt, dass wir hier noch einmal darüber gehen müssen. Ne, mit dem Rest müssten wir tatsächlich komplett alles fertig kriegen. So, jetzt sagen wir nicht, das klappt nicht. Doch. Sehr schön. Dann brauchen wir jetzt nämlich hier 2. Eins führt hier rum, eins führt hier rum. Die beiden laufen ja einfach weiter, weil wegen fertig und so. Dann führst du hier rum. Das war wieder eins zu weit, oder? Ja. Wieder einmal verkackt. Eine blöde Kurve. Jetzt sitzt es. Sehr schön. Und hier müssen wir immer noch alles zusammenführen. Warum mache ich mir das so schwer? Die können wir hier einfach mittig hinsetzen. Ja, muss ich auf jeder Höhe ein. Ne? Hilft ja alles nichts. Zack, zack. Dann haben wir ein ganzes Band voll mit Eisenstangen. Zack, zack, zack. Ne. Da passt es dann zufällig mal an mir vorbei. Weißt du, sonst stehe ich den blöden Baudingern immer im Weg. Jedes Mal. Und wenn ich es mal einmal nicht tue, will ich da eigentlich gar nicht bauen. Grandios. Der auch immer hier rüber ist nett, ne? Kriegst ja eine Macke, ey. So. Ich hoffe so sehr, dass ich hier keinen Rechenfehler drin habe. Das wäre so typisch ich, ne? Irgendwo verrechnet, alles scheiße. So.
können wir hier gleich mittig bauen. Das ist in dem Fall wurscht, nur hier hinten müssen wir gucken. So, mittig sieht man hier ganz gut. Wir wollen aber nicht mittig, wir wollen hier hinten. Oh, hat getroffen. Ich werde verrückt. Mach's mir nicht noch schwerer, als es sowieso ist. So, das passt alles. Das heißt, wir haben jetzt hier Restmaterial. Hier Eisenstangen. Was eigentlich arg blöd ist. Denn eigentlich bräuchten wir hier Restmaterial und da Eisenstangen. Damit sich das, obwohl ich kann das hier runterführen. Nein, alles gut. Alles gut, alles cool. Markus hat nichts gesagt. Ach, dass man von diesen Bändern aus nicht hochspringen kann, ne? Und immer so Boing Flip macht. Bisschen nervig. So, das heißt, hier jetzt rüber. Naja, so eigentlich nicht. Eigentlich ein tiefer, Junge. Ein tiefer, habe ich gesagt. Ein tiefer. Ein, nicht fünf. Ach komm. Das müsste das Richtige sein. Aber falsch gesetzt. So. Dann den daneben. Und natürlich war es nicht das Richtige. Aber nicht mal annähernd. Alter, voll daneben. Ey, könnt ihr mal aufhören, euch jedes Mal hier zurecht zu drehen. Das ist doch ekelhaft. Ends ekelhaft. So. Dann könnt ihr beiden weg. Ich baue mir hier fix eine Rampe hoch. Und dann war es das auch schon fast wieder für heute. Meine Fresse, die Stunde war schnell rum. So, dann können wir jetzt aber erstmal hoch. Und dann führen wir das auf jeden Fall heute noch rüber. Die Eingänge müssen hier hin. Zack. Und zack. Auf der richtigen Höhe. Sehr schön. Jetzt bitte lass das. Ja, sauber. Aber mir fehlt tatsächlich ein bisschen Stahl, um das jetzt noch fertig zu machen. Das ist scheiße. Ich will mich immer da oben in der Kamera angucken. Das ist ganz ätzend. Ich will mit euch reden, aber eigentlich. Ja, die kleinen Probleme, die YouTube so mit sich bringt. Aber egal, wir haben jetzt sämtliche Eisenstangen fertig. Und damit haben wir alles fertig, um tatsächlich modulare Rahmen zu bauen. Alles, was ich jetzt noch brauche, ist Stahlrohre, Stahlbeton und Schrauben. Ja, geil. Krasser Shit. Das ist ja übel gut. Damit sind wir fast fertig. Ne? Spätestens übernächste Folge steht das ganze Ding. Ne? Ich werde hier schon wieder Dach raufzimmern, ne? Sodass das Geschoss endgültig fertig ist. Das haben wir bis zum nächsten Mal auch fertig. Und dann haben wir schwere modulare Rahmen. Und zwar gleich zwei Stück. Dann muss ich mir eigentlich ein bisschen Gedanken machen, denn Moment mal, das geht gar nicht hier. Überall schnurgerade, nur da nicht. Und jetzt fehlt mir da echt ein bisschen. Ne, so lasse ich das nicht enden. Und dann haben wir tatsächlich schwere modulare Rahmen und gleich zwei Oh. So viel zum Thema, so lasse ich das nicht enden. Mit einem Tod von mir ist es doch gleich viel besser, oder? Meine Güte, bin ich dumm. Dumm, 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 dumm. Meine Fresse. Das war ja übermäßig dumm. Wir machen gleich nochmal einen symbolischen Akt, glaube ich, bevor das hier endet. Wir haben zwar die Stunde rum, aber das mache ich tatsächlich noch. Vorher hole ich den Stahl. Und dann düsen wir da hinten wieder hin. Zack. 1, 2, 3, 4, 5.
Ja, nehmen wir 6 Stück mit. Dann passt das und der Rest wird so von alleine rüber transportiert. Also früher kamen mir die Bänder echt schneller vor. Ich habe das Gefühl, meine Wahrnehmung von dem Spiel hat sich massiv geändert. Ne, mittlerweile ist mir das zu langsam. Aber das Band hat noch Luft, das erfreut mich erstmal. Was ist hier? Warum läuft hier kein Kalkstein? Warum ist denn hier Schluss? Willst du mich rollen? Und ich wundere mich, warum der Beton nicht schnell genug nachkommt. So, jetzt sag nicht, hier ist auch noch ein Fehler. Du läufst da jetzt mit zu. Kein Wunder, dass ich hier ständig Beton pro... Was bist du denn? Hau ab da. So, jetzt krieg ich auch wieder genug Beton. Und du stehst hier total sinnlos rum. Was man bei einer kurzen Begehung nicht alles findet. Erstmal wieder hinten hinkommen. Was ohne Laufstelzen echt ewig dauert. Ich glaube, ich hole mir demnächst noch Factory Card. Einfach aus Prinzip. Das ist mir ja alles ein bisschen zu monoton. Ne? Also ich brauche echt ein bisschen Deko. Das wird dem Spiel so gut tun. Wenn man hier ein bisschen was hinbauen könnte. Alter, ist das ein Koloss geworden jetzt schon. Leck mich fett, ey. Das ist ein ganz schöner Apparat. Das Teil ist fast so groß wie die ganze restliche Basis. Nur für schwere modulare Rahmen. Krasser Shit. Gefällt mir. Finde ich richtig geil. Ist das meine Kiste? Das ist sogar meine Kiste. Ja klar, für die Sprungstelzen ist kein Platz. So sieht's aus. So wird's aussehen, ganz genau. Du da, dahin, das geht mir so auf den Zünder, ey. Dass er nicht einfach weiter einordnet. Was soll denn das? Ne, hier die Farbpistole hin, hier die Kettensäge hin und irgendwo müssen wir noch was zu schnabulieren haben. Wo sind meine Nüffe? Ich habe keine Nüffe mehr. Das ist doof. So, aber jetzt haben wir Platz für die Sprungstelzen und sind jetzt auch wieder schneller unterwegs und können den Scheiß jetzt oben noch fertig bauen. So. Und jetzt sind wir hoffentlich auch... Nein, noch nicht da. Okay, noch ein Stückchen höher. Jetzt sind wir da. So. Und... Tada! So viel Zeit muss sein. Das führen wir noch rüber. Und dann ist der Bereich bandtechnisch komplett. Ist das nicht schön? Und hier fließt mittlerweile eine ganze Menge. Ja, das sind auch die 4 Bänder. So, was ein Problem wird, ich weiß nicht, ob ich genug Material zusammengeballert kriege, um tatsächlich, also auf ein Band, um die Fabrikatoren zu betreiben. Es werden am Ende nur 2 Stück, das ist ja erstmal gar nicht so viel. Aber wohl, nö, eigentlich müsste ich die voll ausreißen können. Also die Bänder müssen schnell genug sein, um das auf jeden Fall zu schaffen. So, jetzt habe ich gerade was von einem symbolischen Akt erzählt. Es gab ja letzte Woche, wenn das hier kommt, letzte Woche, diese Woche, Anfang der Woche, irgendwie die letzten Tage, ein bisschen Aufleben in der Community. Und ein Teil dieses Auflebens steht hier noch bei mir in der Basis. Und das werde ich jetzt erstmal ganz symbolisch aus meiner Welt rauskloppen. Wer meinen Kanal verfolgt, weiß, wer das ist. Ich will das nicht weiter breit treten. Aber das hier mache ich jetzt mit Genugtuung. Na, das. Zack. Schicht im Schacht. Ein Sinosepper. Den ich mir genüsslich in die Tonne kloppe. Und dann war es das. So, jetzt muss ich aber nochmal gucken, warum ich noch keinen Fabrikator bauen kann. Warum kann ich noch keinen Fabrikator bauen? Wo sind diese blöden, schweren, modularen Rahmen? Oh, da sind die nächstbesseren. Oh, da ist Demroy auch noch.
Und deswegen brauche ich ja schwere modulare Rahmen. Okay. Inventarplätze sind mir egal. Ach, hier sind auch die Züge. Guck mal. Die könnte ich quasi schon fast haben. Ich brauche nur schwere modulare Rahmen und die blöden Computer. Leere Plattform? Kenne ich gar nicht. Okay. Ist ja auch wurscht. Wo sind die schweren modularen Rahmen? Warum? Hier ist alles Blödsinn. Ich müsste doch schon einen Fabrikator bauen können. Warum kann ich das noch nicht? Hier ist auch der Jetpack. Cool. Den ich auch fast bauen könnte. Wie soll ich denn schwere modulare Rahmen herstellen? Ach, da ist der Fabrikator. Den Meilenstein wählen wir erstmal aus. Und dann werde ich das beim nächsten Mal mit euch in Auftrag geben. Wir haben die Materialien, produzieren wir mittlerweile alle. Wir sollten genug Gummi da haben, wir sollten genug Kunststoff da haben. Genug Motoren und genug Kabel. Die muss ich nur alle erstmal zusammenschleppen. Das mache ich offline. Da müsst ihr nicht mitkommen. Und dann danke ich euch wie immer fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Sie ist jetzt wieder einmal, naja, 5 Minuten länger, das geht alles noch. Ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, teilt das mit euren Freunden. Desto mehr zugucken, desto lustiger wird es, denn desto mehr Leute kommentieren, desto höher steige ich da in diesem YouTube-Scheiß-Algorithmus. Und dann kommen wieder noch mehr Leute. Oh, Schneeballprinzip. Immer weiter. So dass das hier hoffentlich irgendwann mal voll wird. Übrigens, vielen Dank. Wir sind bei 150 Abonnenten angekommen. Ne? Größtenteils mittlerweile Leute aus Satisfactory. Und ich freue mich, dass es langsam immer mehr und mehr werden. Und ja, hoffe, dass ihr weiterhin genauso viel Spaß habt wie ich. Unsere Mörderhalle ist nächste oder übernächste Folge, na, wahrscheinlich eher übernächste Folge fertig. Und dann können wir uns wieder neuen Sachen widmen. Endlich! Aber wir haben einen schweren modularen Rahmen, können Jetpacks holen, können Lokomotiven holen, können Eisenbahnstrecken bauen, dann wird es richtig geil. Demnächst ist auch noch der Yoshi bei mir zu Besuch. Der will mir eine Rampe bauen, hinten bei Hell's Gate. Damit wir da auch vernünftig rauf und runter kommen. Er will das auch gleich so machen, dass ich da mit einer Lokomotive rauf und runter komme. Weil da ja so schön viele Materialien liegen und wir die ja irgendwie zu uns kriegen müssen. Und dann werden wir uns irgendwann hier richtig geilen großen Bahnhof bauen. Das wird der Shit. Und ja, bis dann. Vielen Dank. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, euer Ragnar Bertholdsson.